Der erfolgreichste Film Dänemarks im Jahr 2013 kommt dieses Jahr endlich auch nach Deutschland. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Heute bespreche ich den Film Erbarmen. Und in Erbarmen ist der sehr erfahrene Kommissar Karl, der hat nach einem Unfall nur noch die Erlaubnis, so alte Fälle irgendwie durchzusortieren und zu ordnen, stößt er auf eine alte Akte von einer Politikerin. Die hat angeblich Selbstmord begangen. Er hatte aber Zweifel, recherchiert neu und stellt fest, oh mein Gott, scheinbar scheint sie noch zu leben. Schafft er es auch, sie zu retten? Wie das Ganze erstmal aussieht, das seht ihr hier. Hallo Marina. Wo bin ich? In einer Druckkammer. Du kommst nie wieder hier raus. Du weißt, dass du noch eine Reha machen könntest. Nein, das will ich nicht. Ich möchte wieder arbeiten. So wie es dir jetzt geht, wäre es unverantwortlich, dir einen Mordfall zu geben. Ich habe was anderes. Das Justizministerium hat Geld für ein neues Dezernat locker gemacht. Das Sonderdezernat Q. Unaufgeklärte Fälle der letzten Jahre sollen nochmal durchgesehen werden. Du beschwerst dich doch immer, wie die anderen arbeiten. Das müsste dir doch Spaß machen. Du bekommst einen Assistenten. Hallo, Asad. Sag mir Bescheid, wenn du weißt, mit welchem Fall du anfangen willst. Marede Lyngort, erinnerst du dich? Jung, hübsch, weg. Sie hat Selbstmord begangen, ist von der Fähre gesprungen. Würdest du deinen schwerbehinderten Bruder mitnehmen, wenn du vorhättest, über Bord zu springen? Ich habe nicht solch einen Bruder. Nein. Was willst du überhaupt mit dem Fall? Es war Selbstmord, wenn mich einer umbringt. Und versprich mir, dass du meinen Fall nicht übernimmst. Marita hatte bei einem Kongress in Schweden eine Affäre. Wir müssen rausfinden, wer da teilgenommen hat. Schließ den Marita Lüngert-Fall ab und schreib einen Bericht. Marita, möchtest du sehen, wer ich bin? Der Film punktet direkt zuerst mit einer tollen Atmosphäre und einem guten Look. Also ich merke direkt, das ist spannend, das sieht sehr hochwertig aus und man würde, wenn ich den Film nicht im dänischen Original gesehen hätte, bei der Synchronisation nicht merken, dass das eigentlich ein skandinavischer Film ist. Er sieht auf jeden Fall sehr international aus, ist auch insgesamt gut gespielt, sind ja alles frische Gesichter, die kennt man in dieser Form noch überhaupt nicht. Und das machen die eigentlich ganz gut, weil er zieht mich auf jeden Fall mit rein und kann mir durchaus vorstellen, warum der Film in Dänemark so unglaublich erfolgreich war. Ist ja einmal, weil es eine Bestseller-Reihe ist, das ist der erste Teil, in den Kommissar Karl eine Rolle spielt, ist ja mittlerweile so Hochkonjunktur. Ne? Also skandinavische Büchereien, gerade Krimis, haben Hochkonjunktur. Die von Adler Olsen ist gut gelungen, sehr spannend geworden und das schaut man sich doch dann auch gerne im Kino an. Der Film ist zwar insgesamt spannend geworden, aber er ist leider zu schludrig erzählt. Gerade am Anfang passiert zu vieles zu schnell hintereinander. Das macht die Sache nicht gerade glaubwürdig und auch einige Wendungen sind sehr vorhersehbar. Man weiß genau, okay, das ist so ein Puzzleteil, das muss jetzt dahin. Also man wird nicht wirklich überrascht. Das ist sehr schade, denn der Film hatte auf jeden Fall Potenzial, richtig auf die Kacke zu hauen, also richtig spannend zu sein. So ist er eben nur so, ja, ist ganz spannend, sehe ich mir auch gerne an, aber es fehlt eben so dieses gewisse Etwas, was zum Beispiel auch der Pendant in Dänemark, nämlich Die Jagd mit Mads Mikkelsen, der zweiterfolgreichste Film war, viel besser hinbekommen hat. Da war nämlich spannender, der hatte Momente, mit denen man nicht gerechnet hat. Und das passiert bei diesem Film eben nicht. Bringt aber jetzt auch nichts darüber, jetzt sich total auszulassen. Der Film ist durchweg in Ordnung, überdurchschnittlich und man kann ihn sich auf jeden Fall anschauen. Meine persönliche Bewertung sind überdurchschnittlich und durchaus positiv gemeinte 6 von 10 Punkten. Der Film hat eine tolle Atmosphäre, ist durchaus spannend, hat aber dramaturgische Schwächen, ist aber für einen netten Kinoabend auf jeden Fall zu gebrauchen und deswegen gibt es von mir 6 von 10 Punkten. Das war meine Review zu Erbarmen. Habt ihr bei bestimmten Menschen, die angeblich verschwunden sind und das in den Medien heiß diskutiert worden ist, Zweifel, dass diese Menschen wirklich gestorben sein sollen? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Hier unten habt ihr wie immer die Möglichkeit, euch 2 andere Reviews anzuschauen. Vielleicht ist da ein Film dabei, den ihr eher im Kino sehen wollt. Oder wir sehen uns einfach bald hier wieder bei die Filmfabrik bei einer neuen Filmkritik mit mir, dem Dominik.